Silvia Malkovati, ich bin Architektin und Professorin für Entwurf und Städtebau. Bin in Mailand geboren, in Pavia aufgewachsen, eine mittelgroße, schöne italienische Stadt. Habe Architektur in Mailand und Barcelona studiert und mein Meister während den Studienjahre war Giorgio Grassi, bei dem ich auch meine Diplomarbeit abgegeben habe. Und mit ihm habe ich danach 12 Jahre lang in der Hochschule und auch im Büro zusammengearbeitet. Und Giorgio Grassi ist in einer gewisser Weise auch meine erste Brücke mit Deutschland gewesen. Er hatte eine Hamburger Mutter und die deutsche Sprache konnte er sehr gut beherrschen und auch hatte damals auch eine enge Beziehung mit der deutschen Baukultur und an viele Wettbewerbe in Deutschland und vor allem auch in Berlin teilgenommen. Nach meinem Studium habe ich ein Diplomstipendium bekommen und bin an der ETH Zürich umgezogen, wo ich am Lehrstuhl von Vittorio Maniago Lampugnani 2 Jahre gearbeitet habe. Und danach habe ich meine Promotion angefangen an der Juve-Institut in Venedig. Und beide Forschungen an der ETH und in Venedig waren mit Berlin bezogen. Thema insbesondere die Architektur des deutschen Klassizismus und Friedrich Schlee und Karl Friedrich Schinkel waren die Schwerpunkte. Danach habe ich 2002 eine Professur am Polytechnikum in Turin bekommen und für Architektur und Städtebau. Und dort bin ich bis 2006 geblieben, als ich dann nach Potsdam mit einer Professur für Entwurf und Städtebau berufen wurde. Seit 2006 lebe ich dann in Berlin. Also ich muss verraten, ich bin eine West-Berlinerin, weil als ich angefangen habe, nach Berlin zu kommen, war ich so Teenager, Mitte der 80er Jahre, hatte eine Berliner Tante mit einem kleinen Cousin und sie hat mich im Sommer immer als Kindermädchen eingeladen, um mit meinem Cousin Italienisch zu sprechen und sie wohnte in der Bleibtreustraße. Also Savignyplatz ist für mich das Zentrum Berlins und als ich nach Berlin umgezogen bin, es ist kein anderer Stadtteil als Charlottenburg-Wilmersdorf in Frage gekommen. Und ich lebe jetzt auch in Wilmersdorf. Und ich finde, dieser Polyzentrismus oder diese mehrere Städte etwas, das in Berlin sehr präsent ist. Also das Leben im Kiez ist wirklich ein wichtiges Element, welches auch während der Pandemie natürlich als solches sich gezeigt hat. Und was ich in meinem Quartier liebe, ist natürlich ein ruhiges Wohnquartier mit breiten Straßen und Baumalleen, aber mit alles, also kleine Geschäfte im Erdgeschoss und Cafés und Restaurants und Platz und Park in der Nähe. Ruhig. Man kann wunderbar schlafen, vielleicht zu ruhig, wie meine Kinder sagen. Sie möchten lieber in Kreuzberg oder in Friedrichshain oder in Neukölln wohnen, wo was anderes los ist. Ich würde vielleicht die gleichen Geschichten erzählen, die mich damals fasziniert haben, als ich angefangen habe, mich mit der Berliner und brandenburgischen Kultur auseinanderzusetzen. Zum Beispiel die Geschichte Friedrich des Großen. Also Berlin und Brandenburg sind mit Friedrich der Große, den Großen, irgendwie geboren. Und ich war
absolut fasziniert von seiner Fähigkeit, Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzufügen, um diese Stadt und dieses Territorium zu entwickeln. Also Friedrich der Große war einer, der mit Voltaire diskutieren könnte über Politik und Kultur, und gleichzeitig baute er Straßen und Kanäle und schickte Wasseringenieure und Mathematiker wie Euler in die Oderbruch, um die Ausschüttung der Sümpfe zu organisieren und dort Dörfer zu gründen und in jedem Dorf eine Schule. Und gleichzeitig hat Berlin als Hauptstadt erfunden und gebaut, aber auch Potsdam und die unterschiedlichen Residenzstädte. Also die wichtigen Elemente, die heutzutage noch Berlin und Brandenburg charakterisieren, die stammen aus der Zeit von Friedrich der Großen. Und die zweite Persönlichkeit, die zweite Geschichte, ist für mich die Geschichte von Karl Friedrich Schinkel. Als Leiter der Oberbaudeputation hat er auch Berlin und Brandenburg zusammen so stark geprägt. Einerseits die Stadt, also die Hauptstadt, mit ihrer weitatmigen Struktur und diese monumentale Gebäude, die komplette Hierarchien der absolutistischen Stadt durcheinandergebracht haben, und auch die Beziehung mit dem Land, mit Potsdam, aber auch stelle ich mich immer vor, der Oberbaudirektor mit einer Pferdekutsche, die überall in Brandenburg gereist ist, um bis zu den kleinsten Dörfern die Kirchen zu restaurieren und neue Gemeindehäuser zu bauen. Und sein Einfluss hat wirklich auch so stark Berlin und Brandenburg geprägt, dass Theodor Fontane so 40 Jahre nach seinem Tod noch Schinkel als der Schöpfer unserer Architektur und Kultur definieren könnte. Also so würde ich jetzt Berlin und Brandenburg vorstellen. Natürlich muss man aber auf zwei Kapitel hinweisen, die nicht unwichtig sind, nämlich die Zerstörungen in dem Zweiten Weltkrieg und die DDR. Also diese zwei Momente sind auch so stark und so bedeutend gewesen, dass heutzutage sind Berlin und Brandenburg ohne die Teilung der Stadt und die Zeit der DDR nicht denkbar. Ich habe auch den Glück, oder war ein Zufall, weiß ich nicht, in einer Zeit in Italien Architektur zu studieren, wo Architekten wie Giorgio Grassi oder Aldo Rossi oder Vittorio Gregotti tätig waren, in der Hochschule sowie in der Praxis, die eine große Aufmerksamkeit hatten für die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis, zwischen Analyse und Projekt, zwischen Architektur und Stadt. Und vom Anfang an war für mich der Beruf des Architekten auch eine theoretische Disziplin, die eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit der vergangenen Erfahrung der Architektur hatte. Und ich glaube, dass das ist etwas sehr Besonderes, das ich immer mit mir genommen habe, auch als ich angefangen habe, selber zu entwerfen und als Hochschullehrerin so mit den Studierenden so Themen zu diskutieren. Und ich glaube immer noch, dass eine tiefe Auseinandersetzung mit der Kultur der Architektur eine unvermeidliche Voraussetzung ist, um gute Architekten zu sein. Also nicht nur Kreativität oder Technik, sondern auch eine wirkliche Kultur des Bauens. Und das ist auch heute so wichtig. Es gibt auch in der Welt der Architekten so Schulen oder geistige Familien, wie Henri Faucillon sie nannte. Also Personen, die
eine gemeinsame Idee der Architektur und der Stadt haben und die versuchen, diese Tradition weiterzubringen. Und das ist natürlich auch eine Erbe der 60er, 70er Jahre in Italien. Und die, es ist auch kein Zufall, dass also mein Studium in Spanien weitergeführt habe. Dort war auch eine architektonische Kultur, die in der Nachkriegszeit sehr nah zur italienischen Kultur war, aus mehreren Gesichtspunkten. War nicht nur der Tat, dass die spanische Sprache einfacher war als Deutsch für mich. Sonst wäre vielleicht meine deutsche Erfahrung früher angefangen. Sondern auch, weil so viele Ähnlichkeiten und viele gemeinsame Themen. In Barcelona habe ich auch die erste Erfahrung gehabt, dass die Italiener eine sehr theoretische Auseinandersetzung mit Architektur hatten. Wir waren die ausländischen Studenten, diejenigen, die so viel analysierten, bevor sie auf dem weißen Blatt ein Zeichen machen könnten, während die Spanier hatten eine sehr, sehr intuitive und pragmatische Haltung. Und dann dieses Treffen und diese Diskussionen waren natürlich auch sehr erfolgreich. Und das Gleiche galt mit der deutschen Kultur. Also die im Lauf der Forschungen, die ich auch in der Turiner Zeit gemacht habe, war einer auf dem Thema des Realismus in der Architektur als deutsche-italienische Dialoge gewidmet. Und die Idee war damals, dass die italienischen Architekten in den 60er, 70er Jahren viel theorisiert hatten über Architektur und Stadt, aber die Ergebnisse dieser Theorie in der Praxis sind viel mehr in Deutschland gewesen. Also quasi die deutschen Architekten haben die Ideen der Italiener in die Praxis umgezogen. Also die IBA war natürlich einer dieser Momente, die auch viele italienische Architekten einbezogen hat, aber wo man wirklich zum ersten Mal diese ganzen Theorien über Architektur und Stadt in die Praxis getestet hat. Und das war auch ein Moment, in dem die Diskussion über Stadtarchitektur in Berlin angefangen ist, die dann auch die Entwicklungen nach der Wiedervereinigung und so weiter mitgebracht hat. Und 1966 erschien das Buch von Aldo Rossi, Die Architektur der Stadt. Und mit diesem Buch natürlich die ganze Frage der Wiederaufbau der Nachkriegszeit komplett gedreht wurde. In der Nachkriegszeit die ersten Wiederaufbau-Experimente waren völlig im Sinne einer stadtplanerischen Orientierung, funktionalistische mit Zonierung, mit allen Paradigmen der modernistischen Architektur. Und Mitte der 60er Jahre dann fängt man sich auch die Frage zu stellen, welche Rolle die Architektur für den Städtebau spielt und umgekehrt. Und da werden die Grundlagen dieser beiden Disziplinen wieder geforscht und gesucht von Leon Battista Alberti, der meinte, die Stadt sei ein großes Haus und das Haus sei eine kleine Stadt. Oder Durand, der meinte, die Häuser sind die Elemente der Stadt, so wie die Mauer und Säule die Elemente der Architektur sind, so auch die Häuser die Elemente der Stadt sind. Also diese Notwendigkeitsbeziehung zwischen Architektur und Stadt, die eine gibt es nicht oder ohne die andere. Und das ist natürlich eine Wende gewesen, auch in der Konzeption der architektonischen und städtebaulichen Projekte, die neue Werkzeuge oder alte Werkzeuge wieder entdeckt haben, wie die topologische Analyse der Gebäude und natürlich die Morphologie der Stadt. Aldo Rossi ist der Erste, der Morphologie als das Studium der Formen der Stadt wieder thematisiert hat.
Und dass die Stadt eine Form haben kann, war natürlich nichts Neues, aber gleichzeitig in der 70er Jahre eine Revolution. Nichts Neues, weil schon mit der Diskussion über die Großstadt in der 10er und 20er Jahre ein Peter Behrens seine Definition der Architektur und Städtebau als Raumgestaltung durch Körpergestaltung mitgebracht hatte, die natürlich die Augen geöffnet hat auf dem Tatsache, dass die städtischen Räume einfach keine leeren Räume sind, sondern sind Räume, die durch Architektur definiert werden. Und das ist ein Thema, was auch jetzt heute in der aktuellen Diskussion zentral ist. Und in Berlin insbesondere natürlich wegen dem Tat, dass diese Beziehung zwischen Architektur und Stadt mit den Kriegszerstörungen, aber auch mit den Zerstörungen der Nachkriegszeit im Sinne der autogerechten Stadt und so weiter, diese Beziehung ist verloren gegangen. Und jetzt ist wirklich die Zeit, sich nochmal die Frage zu stellen, wie man so eine Stadt, die aus Architekturen besteht und aus Räumen, die durch Architektur definiert sind, noch entwerfen, konzipieren und bauen kann. Die erste Voraussetzung ist vielleicht, dass städtebauliche Wettbewerbe sind eine mehrdeutige Operation. Also weil es normalerweise denkt man, sind für Stadtplaner oder heutzutage auch oft für Landschaftsarchitekten. Und dass es jetzt auch städtebauliche Wettbewerbe ausgeschrieben werden, an denen Architekten teilnehmen, das ist, glaube ich, die erste Revolution. Also dass Architekten sich auch gerufen fühlen, an städtebaulichen Wettbewerben teilzunehmen und Beiträge zu leisten, die nicht in Richtung der Stadtplanung oder der Freiraumplanung gehen, sondern der Stadtarchitektur. Molkenmarkt ist natürlich ein sehr besonderes Verfahren gewesen. Also im Allgemeinen will ich sagen, eine sehr gute Initiative, sich mit dem historischen Zentrum Berlins mit einem Wettbewerb zu beschäftigen. Also Molkenmarkt ist einer der ältesten Plätze, sogar der älteste Platz Berlins gewesen. Aber das hat natürlich wichtige Konsequenzen. Es ist ein Stadtteil, der zerstört wurde, der im Laufe der Nachkriegszeit auch teilweise aufgebaut wurde. Und das bringt sofort in der Debatte über den Stadtgrundriss, über die Rekonstruktion, über die Parzellierung. Also das sind die Themen, die Berliner Städtebau am stärksten geprägt haben und die man in keine andere europäische Stadt findet. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Also Berlin stellt einen sehr, sehr besonderen Fall. Und im Molkenmarkt war leider dieses Wettbewerb in einer Konstellation ausgeschrieben worden, wo es schon einen B-Plan gibt. Also Objekt des Wettbewerbes war so Vielfalt und Kleinteiligkeit in einem B-Plan einzuführen, der schon ziemlich viele feste Punkte hatte. Einer dieser Punkte war natürlich die neue Straßen, also diese neue Straßenplanung, die schon vorgegeben ist, die Figur dieser Blöcke mit dem historischen Stadtgrundriss nicht komplett identisch macht und die Frage der Rekonstruktion dann
anders als wir zum Beispiel in Frankfurt bei dem Dom Römer Areal stellt. Und dann natürlich auch die Frage, was bringt eine Rekonstruktion? Soll man etwas rekonstruieren oder haben wir heute noch genug Werkzeuge als Architekten, um etwas zu schaffen, das die gleichen Eigenschaften im Sinne der Vielfalt, der Kleinteiligkeit, der Durchmischung der Funktionen, die die Altstadt hatte. Also eine sehr komplexe Aufgabenstellung, inklusive natürlich quantitative Daten, die mit einer mittelalterlichen Stadt nicht mehr übereinstimmen, und dazu noch die Themen der Begrünung und der Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz und Verkehrsfrage und so weiter und so fort. Also wir haben auch an dem Wettbewerb teilgenommen, also ich habe an dem Wettbewerb teilgenommen mit dem Büro Bernd Albers zusammen. Und wir haben sogar eine der zwei ersten Preise bekommen. Da war eigentlich der Grund, warum wir uns entschieden teilzunehmen, also in der gleichen Gruppe mit Bernd Albers und Günther Vogt als Landschaftsarchitekt. Weil wir wussten, dass dieser Wettbewerb im Sinne des Wettbewerbs Groß-Berlin 1908/10 ausgeschrieben wurde. Und dieses Wettbewerb Groß-Berlin war gerade der Wettbewerb, in dem diese Disziplin Städtebau als Disziplin, die auch Architektur und Stadt zusammendenken könnte, am besten durchgeführt wurde. Und dann haben wir gesagt, also ein Wettbewerb gibt es alle 100 Jahre, dann wir haben nur diese Möglichkeit, die nächste wird zu spät sein. Und dann haben wir auch teilgenommen mit dem Versuch, trotz dem riesigen Maßstäbe, also ein Plan 1 zu 100.000, glaube ich, hatte ich nie vorher in den Händen gehabt, diese Diskussion über den Siedlungsstern, die Stärke, die Verstärkung dieser traditionellen Berliner Struktur immer noch mit der räumlichen Vorstellungen zu verbinden. Der Siedlungsstern ist, glaube ich, auch begrifflich eine Erfindung der letzten Jahre. Diese Erfindung stammte aus der Realität. Es ist keine ideale Figur, die mit einem Entwurf oder einer Geste entworfen worden ist, sondern es ist etwas, das seit dem Wettbewerb Berlin, Groß-Berlin 1918, aber sogar früher mit der Verstärkung der Infrastruktur in und um Berlin schon gestartet war. Und das hatte sehr viel mit der Eisenbahn zu tun, also mit der Struktur der Bahnlinien, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts Berlin sehr stark geprägt haben und auch die Beziehung zwischen Berlin und Brandenburg geprägt haben. Also diese Struktur, die mit der Ringe, also zuerst natürlich der ersten S-Bahn-Ring und dann den zweiten Ring und diese Radiale, die waren da, die sind in dem Wettbewerb Groß-Berlin nochmal thematisiert und verstärkt worden. Also von diesem Wettbewerb ist kein Projekt 1:1 dann realisiert worden. Also sind unterschiedliche Aspekte, die auch, weil viel von dieser Struktur schon da war, wurde implementiert und verbessert. Und auf diese Art und Weise ist diese Figur gewachsen im Laufe der Zeit. Und natürlich da, wo es Infrastruktur gibt, wachsen die Zentren. Da, wo die Knoten sind, entwickeln sich auch besondere städtische Strukturen oder fokussieren besondere Funktionen. Und am Ende, als wir angefangen haben, im Rahmen des Wettbewerbs
uns mit diesem Großraum auseinanderzusetzen, haben wir bemerkt, dass diese Struktur da war. Und unsere Absicht war auch zu sagen, Autobahn und Autoverkehr haben keine Zukunft, während Schienenverkehr ist vielleicht die Zukunft. Und in Berlin, es gibt schon sehr gute Voraussetzungen, um diese Entwicklung zu verstärken. Und gleichzeitig haben wir auch bemerkt, dass in Berlin auch in der Planungsgeschichte, aber auch in der politischen Geschichte diese grüne Flächen innerhalb der Stadt und die Wälder und sogar die landwirtschaftlichen Räume eine sehr wichtige Rolle gespielt hatten. Und es gibt so viele Naturschutzgebiete, die zwischen diesen Radialen schon definiert sind, dass es gab eigentlich keine Alternative für einen städtischen Wachstum, als nochmal sich mit dieser Figur auseinanderzusetzen und sie zu verstärken. Und wir haben mit unserer Mobilitätsexperten, die bei dem Wettbewerb Berlin-Brandenburg 2070, die aus Arup Berlin waren, sehr stark mit diesem Thema Schienenverkehr auseinandergesetzt. Und wir sind dann zur Idee gekommen, so diesen dritten Ring zu entwerfen, welcher am Ende der Schwerpunkt unseres Projektes war. Weil dank diesem dritten Ring dann sind auch die Mittelzentren Brandenburgs wieder miteinander verbunden werden und dann als Wachstumszentren definiert. Das war mehr im Sinne von Berlin und Brandenburg gemeint. Weil natürlich die große Frage ist, gibt es tatsächlich eine, also die Metropolregion ist eine politische Aussage, aber was gibt es in der Realität? Es gibt Berlin und es gibt Brandenburg. Und wie funktioniert ein möglicher Dialog zwischen diesen zwei politischen Realitäten? Und dann haben wir angefangen, auch viel durch Brandenburg zu reisen und andere Städte zu analysieren. Und es ist auch klar geworden, dass dieser Wachstumspotenzial betrifft nicht nur Berlin, sondern auch die brandenburgischen Städte. Viele brandenburgische Städte haben nach der Wende ein Schrumpfungsphänomen erlebt, auch teilweise riesig, aber andere Städte fangen jetzt langsam an, wieder stabil zu sein oder sogar positive Trends zu zeigen. Und dann war natürlich die Idee innerhalb dieser Diskussion über Berlin und Brandenburg das Thema des Zusammenwachsens ein zentrales Thema, weil dieser Netz zwischen Stadtzentren, kleine Dörfer und Kulturlandschaften die Voraussetzung für eine Entwicklung dieser Metropolregion an unseren Augen zumindest das Wichtigste erscheint. Das ist eine Frage, die ich ehrlich gesagt nicht beantworten kann, im Sinne, wenn ich mit den Mobilitätsexperten oder den Bauingenieuren rede, die erzählen mir, dass in 10 Jahren diese autonome Fahren schon eine Realität sein wird. Und ich sage, also so viel sehe ich das nicht. Aber es wird wahrscheinlich so sein. Und die Sachen gehen so schnell wie die so Internetrevolution. Also ich gehöre zu einer Generation, die nicht mit Internet geboren ist und habe Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, wie ging es vorher. Also die auch nur in der Forschung, also die Stunden, die ich in den Bibliotheken verbracht habe und wie ich tatsächlich geschafft habe,
bestimmte Dinge zu finden und zu entwickeln und so weiter, wenn kein Internet gab. Heute erscheint mir alles das unmöglich. Aber damals hätte ich das nicht vorsehen können. Und ähnlicherweise würde ich jetzt sagen, ich bin nicht so sicher, dass das Leben in 50 Jahren so viel anders sein werde, als es jetzt ist. Oder es wird das sein, aber wir werden das nicht als eine Revolution erleben, sondern einfach, es wird so sein. Und ja, also meine Kinder, also die Tochter ist die kleinste, es gibt auch zwei Jungen, die schon unterwegs sind, die leben schon in einer europäischen Dimension. Also die haben beiden im Ausland studiert und jetzt sind ständig unterwegs und haben auch eine wirkliche europäische Wahrnehmung der Zukunft. Dann würde ich auch jetzt sagen, vielleicht ist es nicht wichtig, daran zu denken, wie Deutschland in 50 Jahren sein werde, sondern Europa. Also was ich mir wirklich wünsche, ist, dass Europa tatsächlich so stark sein werde, dass man als Europäischer leben werden kann, was heutzutage nicht so ganz wirklich ist. Also Europa kommt bis zu einem bestimmten Punkt und dann ist Nebel. Also das habe ich schon teilweise erlebt, als ich von Italien nach Deutschland umgezogen bin. Dann plötzlich, es gibt juristische oder wirtschaftliche oder finanzielle Fragen, die noch keine Antwort in Europa finden. Und das wäre für mich schon eine fantastische Zukunft, wenn wir uns als Europäer betrachten werden könnten und wirklich ohne diese Grenzen. Die Grenzen sind auch tatsächlich, was in der Pandemie wieder aufgetaucht sind. Und heute gerade während der Fahrt im Radio habe ich noch mal gehört, dass es Grenzen geschlossen werden. Also die Schweiz wird jetzt als Risikogebiet aufgestuft. Und also diese Grenzen sind natürlich das, was ich mir wünsche, dass ich in 50 Jahren nicht mehr da sein werde.